Und außerdem, jetzt ist ja, also zur Flüchtlingskrise ist ja noch das Coronavirus und der Klimaschutz dazugekommen. Das heißt, in puncto medialer Aufmerksamkeit stehen wir Behinderten momentan irgendwo hinter Koriander. Der polarisiert aber schon arg. Also der hat seine Stellung redlich verdient, muss man sagen. Aber es ist ja, weißt, so jemanden mit meiner Behinderung, den trifft es ja besonders hart, nicht? Weil ich habe im Prinzip nichts. Also im Vergleich zu anderen Behinderten. Also mir fehlt ja nichts in dem Sinne von, meine Gliedmaßen sind alle noch dran, lassen sich alle mehr oder weniger bewegen. Und deshalb bin ich für die breite Masse ein bisschen uninteressant. Weißt, da kriegst keine mediale Aufmerksamkeit, weil so eine Behinderung, die muss vermarktbar sein. Weißt, meine Behinderung ist so ein bisschen wischiwaschi. Und deshalb fragen mich die Leute immer, was hast du? Und dann musst du es erklären. Und eine Behinderung ist ein bisschen so wie ein Witz. Wenn man es erklären muss, ist nicht gut. Kannst vergessen eigentlich. Es ist, Behinderung braucht Wiedererkennungswert. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden mit einem Blindenstock auf der Straße siehst, dann fragst du ja auch nicht, was hat er. Du weißt ganz genau, der hat in seiner Kindheit zu viel masturbiert.